Alle 4 Jahre wird bei WM-Endrunden Geschichte geschrieben. Während der Weltmeisterschaft in Russland erinnert Sport.de an kuriose Ereignisse und unvergessene Momente. Heute Maradonas große Show gegen England. Am 22. Juni 1986 wurde im Aztekenstadion von Mexico City Fußballgeschichte geschrieben. 114.580 Zuschauer sahen ein WM-Viertelfinale, das noch heute für Diskussionen sorgt. Auf dem brütend heißen Geläuf standen sich mit England und Argentinien zwei Mannschaften gegenüber, die noch Rechnungen aus den vorherigen Endrunden offen hatten. Die Albiceleste enttäuschte 1982 auf ganzer Linie und schied als amtierender Titelträger bereits in der Zwischenrunde aus. Den Three Lions ereilte das gleiche Schicksal, obwohl sie in Spanien ungeschlagen blieben. Nun kam es 4 Jahre später in der Runde der letzten 8 zum direkten Duell. Die Argentinier um Trainer Carlos Bilardo marschierten als erster durch die Gruppe und schalteten anschließend Uruguay 1:0 aus. England quälte sich durch die erste Phase des Turniers, feierte dafür im ersten K.O.-Spiel einen überzeugenden 3:0-Erfolg gegen Paraguay, Feinde, unter sich. Das Aufeinandertreffen der beiden Nationen bekam international riesige Aufmerksamkeit. 1982 verteidigte Großbritannien im Krieg gegen Argentinien die Hoheit über die Falklandinseln. Bei den argentinischen Fans war die Erinnerung an die schmerzliche Niederlage noch sehr frisch. Der Partie gegen den Feind von damals kam daher eine besondere Bedeutung zu. Die Hoffnungen ruhten vor allem auf ihrem Kapitän Diego Armando Maradona. Hatte der Spielmacher bei der WM 1982 über weite Strecken des Turniers noch enttäuscht, so zeigte er jetzt, was in ihm steckte. Bereits in der Gruppenphase bot er starke Leistungen, doch gegen England toppte er alles. Die Show beginnt von Beginn an, riss der damals 26-Jährige das Spiel an sich. Seine atemberaubenden Dribblings überforderten die englische Defensive, dennoch musste sich der Spielmacher zur Pause nur mit einem Pfostentreffer begnügen. Das sollte sich in den zweiten 45 Minuten ändern. Nach dem Wechsel hielten die Südamerikaner das Tempo hoch. Die Three Lions wankten wie ein angeschlagener Boxer und gingen in der 51. Minute erstmals zu Boden. El Diego ließ im Mittelfeld 3 Gegenspieler stehen und bediente Jorge Valdano an der Strafraumkante. Steve Hodge ging dazwischen und produzierte eine unglückliche Bogenlampe, die genau auf das Tor von Peter Shilton zuflog. Der englische Keeper erkannte die Situation und eilte aus seinem Kasten, um das Leder abzufangen. Maradona hatte im Luftkampf mit seinen 1,67 Metern gegen den fast 20 cm größeren Shilton eigentlich keine Chance. Eigentlich. Die Nummer 10 sprang hoch, riss den linken Arm in Höhe und beförderte das Leder mit seiner Hand über den Keeper ins Netz. Ein Skandal. Die Hand Gottes, die Briten waren außer sich. Sie rannten wie von der Tarantel gestochen auf Schiedsrichter Ali bin Nasser, doch der blieb bei seiner Meinung und gab den Treffer. Es war ein bisschen die Hand Gottes und ein bisschen Maradonas Kopf, gab Diego Ito hinterher zu Protokoll und lachte noch Jahre später, das war, als hätte ich ihre Portemonnaies geklaut. Von Reue oder Einsicht keine Spur. Seine Mitspieler hatten das Handspiel genau erkannt und jubelten nur sehr zurückhaltend. Sie sprachen von einem geraubten Tor, doch Maradona entgegnete, wer einen Räuber beklaut, dem wird ein 100 Jahre lang vergeben. Er sei in seiner Unsportlichkeit eine Art Rache für den verlorenen Falklandkrieg. Argentinien nicht zu stoppen, das sollte jedoch erst der Anfang sein. Nach dem 1:0 lief Maradona zu absoluter Höchstform auf. Nur 3 Minuten später setzte er zu einem historischen Sololauf an, der für immer in Erinnerung bleiben sollte.
Innerhalb von 11 Sekunden schnappte sich El Diego die Kugel in der eigenen Hälfte, umkurfte nahezu die komplette englische Hintermannschaft wie Slalomstangen, drang in den Strafraum ein, düpierte Shilton mit einer Körpertäuschung und erzielte das WM-Tor des Jahrhunderts zum 2:0. Entschuldigen Sie, aber ich möchte weinen, rief Radiokommentator Victor Hugo Morales für Millionen Zuhörer ins Mikrofon und Gary Lineker gab zu Protokoll, zum ersten Mal in meiner Karriere wollte ich einem Gegner für ein Tor applaudieren. Englands Topstürmer gelang kurz vor Schluss sogar noch der Anschlusstreffer, für die Engländer war das aber nur bedeutungslose Ergebniskosmetik. 8 Tage nach dem denkwürdigen Spiel gegen England hielt Diego Ito den WM-Pokal in die Höhe. Die Gauchos eliminierten zunächst Belgien im Halbfinale und gewannen auch das Endspiel gegen Deutschland mit 3:2. Argentinien hatte seinen 2. Weltmeistertitel, Maradona seinen Platz in den Geschichtsbüchern und seine ganz persönliche Rache an England. Punkt. Thomas Esser, Benedikt Strickmann. Lesen Sie außerdem, WM-Historie 1938, der Viererpakt des Leibchenwechslers, WM-Historie 1950, als in Brasilien der Karneval ausfiel, WM-Historie 1966, Weltmeister Pelé wird in England gejagt, WM-Historie 1970, das Jahrhundertspiel von Mexiko, WM-Historie 1978, Fußballshow trifft auf Regimefolter, WM-Historie 1998, Hooligan-Angriff und Deutschlands Schande, WM-Historie 2002, Saudi-Schrecklose ebnet den Weg zum Rekord.